Liebe Kolleginnen und Kollegen, der RBB befindet sich im Streik. Und zwar seit heute Morgen um 4.30 Uhr zu nachtschlafender Zeit. Und er streikt bis heute Abend durchgehend. Ich sehe euch von hier oben und ich muss sagen, wir sind viele, wir sind sehr viele. Das ist ein tolles Bild und ich bedanke mich schon jetzt für so viel Streikbereitschaft in Berlin, in Potsdam, in Cottbus, in Berlin und Brandenburg. Ihr seid toll. Es ist einige Tage her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Seitdem ist viel passiert. Hinter mir war früher mal ein Claim, bloß nicht langweilen. Dieser Claim ist, ach, wer wusste es, nicht abgehängt. Ich bin ehrlich gesagt auf der Suche nach einem neuen Claim, vielleicht fällt euch was ein. Ich habe mir überlegt, bloß nicht Bonuszahlungen für wenige, sondern für alle. Anderer Claim, bloß nicht Mietzuschuss nur für eine. Oder Massagesessel für alle. Kfz-Pauschale für alle. Oder Ruhegelder für alle. Also ich bin fast geneigt, einen Wettbewerb auszuloben, wer den besten Claim, den neuen Claim im neuen RBB hat. Denn es soll jetzt alles viel, viel besser werden. Bloß nicht geizen! Bloß nicht geizen! Liebe Leute, wir sind jetzt hier zur zentralen Kundgebung zusammengekommen und es gibt, wie in alter Tradition, Redebeiträge. Und als erstes werden uns die Gewerkschaftsvertreter, so sie da sind, Marika Kavouras und Christoph Reinhardt auf den Stand der Tarifverhandlungen bringen. Bitte auf die Bühne. Hallo, ich bin echt platt, weil es echt viele sind. Ja, heute Morgen um 5, als wir angefangen haben und da zu zweit, zu viert rumstanden. Ich würde gerne lauter und ich kann es auch, ehrlich gesagt, zur Not auch ohne Mikro. Sagt's ruhig. Wie gesagt, heute Morgen war ich noch so ein bisschen skeptisch, da im Nieselregen zu zweit, zu viert. Ja, bloß jetzt, wenn ich das sehe und höre, angefangen bei Kulturradio, Konserve, Inforadio, seit 10 Uhr spielen die auch nur noch MDR. Mima, die Studiobesatzung hat sich inzwischen vollständig hier eingefunden. Die sehr viele Redakteure standen heute Morgen schon hier. Ich nehme an, da ist nicht viel. Immerhin ist auch hier die Sendeleitung unten im Keller, ist schwarz, Licht aus, keiner drin. Keine Ahnung, wie die senden wollen. Ich hoffe und nehme an, es wird heute so weitergehen. Ich sehe genügend Abendschau-Menschen, BA-Menschen. Ich weiß, dass selbst in Cottbus die Kollegen ganz tapfer vor der Türe stehen. Obwohl ich mir vorstellen kann, das ist da etwas ungemütlicher als hier, nicht vom Wetter, aber im Allgemeinen. Auch die stehen vor der Tür. Auch im HSB haben sich die Kollegen vor der Tür versammelt. Also ich habe das Gefühl, es machen auf breiter Front alle mit. Und ganz ehrlich, nicht nur nach dem letzten Jahr, wo ich denke, jede Woche kam quasi gefühlt ein neuer Schocker. Nach dem, was die uns gestern dann, nach einem Jahr, nicht einem Jahr, aber nach den vielen Zahlen, wo wir gehört haben, hier eine Million, da, keine Ahnung, 18 Millionen fürs DMH, Vorruhestandsgelder und so weiter, bieten die uns 0,95% pro Jahr an. Wo ich denke, wie gering kann die Wertschätzung eigentlich für die Mitarbeiter noch sein? Wie tief kann man eigentlich noch gehen? Um dann gestern zu sagen, sie haben jetzt erstmal gar kein Angebot. In
insofern bin ich echt froh und glücklich, dass ihr da seid. Und ich verstehe nahezu keinen, der heute quasi keinen Grund findet zu streiken, weil ich finde, es gibt hunderte, Dutzende, ich weiß nicht wie viele, aber jeder hat welche. Überall, wo heute gestreikt wird, ich habe ganz oft gesagt in diesen Verhandlungsrunden, von denen wir ganz viele hatten, wir streiken doch nicht gerne, wir wollen doch gar nicht streiken. Und jetzt hier da zu sein, ist natürlich, jetzt merkt man, das ist eine reine Lüge. Es macht wirklich Spaß, wenn es so läuft wie heute. Streiken macht Spaß. Es war ziemlich spooky, heute bei Inforadio durchzulaufen. Und da sind drei Menschen zu sehen, die drei aus der Weltenleitung, oben im CNC, Chefredakteur allein zu Hause. Doch, so macht es Spaß. Was überhaupt nicht spaßig war, das war gestern dieser Verhandlungstermin in Anführungszeichen. Sowas habe ich auch in den vielen Jahren noch nicht erlebt, dass man da reingeht. Ich hatte mir extra freigenommen, einen Tag abgesagt. Meine Kollegin Franziska musste den Frühdienst von mir übernehmen. Und dann sitzen wir da mit knapp 20 Leuten in der Runde. Einzige Botschaft, nee, heute nicht. Wir haben kein Mandat, wir können kein Angebot machen. Nicht zum Inflationsausgleich, zu den Tarifsteigerungen, nicht zum Honorarrahmenprogramm und Bestandsschutz haben sie auch gleich nebenher abgesagt. Da wäre ja Montag der Verhandlungstermin gewesen. Ist einfach abgesagt. Wir sind auch hier, um uns Respekt zu verschaffen. Das ist respektlos, wie wir da gestern behandelt worden sind. Und wir kennen ja alle die Inflationszahlen. 10% im Schnitt letztes Jahr, Verbraucherpreise, Nahrungsmittel 20%, Energie 25%. Unsere letzte Tariferhöhung war vor 16 Monaten 1,9%. Kann man sich ausrechnen, was übrig geblieben ist. Das zu sagen, ja, können wir im Februar mal gucken, was übrig bleibt, wenn der Kürzungsplan steht, das ist respektlos. Und das betrifft alle. Der Honorarrahmenprogramm betrifft die Freien im Programm. Seit, ich habe es noch ausgerechnet, sind 1122 Tage, ist ja heute in Kraft. Der untere Satz Redaktion, das niedrigste, was man als Redakteur bekommen kann, sind 251 Euro. Wir haben vor über 3 Jahren vereinbart, es müssten 305 Euro sein. Jeden Tag schenken wir, die wir für diesen unteren Satz arbeiten gehen, dem RBB, 54 Euro. Und wir haben in diesem Sommer gelernt, wofür dieses Geld verwendet worden ist, verbraten worden ist. Und da ist es eine Frage des Respekts zu sagen, wir korrigieren den Fehler so schnell wie möglich. Wir wollen euch sofort die Zielhonorare zahlen. Das wäre fair. Noch eine Anekdote mehr, die ich auch gestern erlebt habe zum Thema Bestandsschutz für langjährige Freie. Und ich sehe, hier sind sehr viele sehr langjährige Freie auch dabei. Die hatten wirklich ein gutes Gefühl, dass dieses Kompromissangebot, was die Gewerkschaften im Sommer vor 6 Monaten oder so unterbreitet haben, dass das wirkt, da sind wir wirklich weit entgegengekommen und dass die andere Seite auch verstanden hat, ja, das könnte ein Weg sein, die Freien zu sichern, die Sicherheit brauchen. Und als da gestern nebenher die Verhandlungsdelegation gesagt hat, übrigens, nee, wir haben kein Mandat dafür, war ich schon sehr enttäuscht. Aber wir sind auch viele Leute, die Sicherheit brauchen, langjährige Freie. Drum, also mein Wunsch natürlich, dass das schnell wieder in Gang kommt und dass wir denen da oben zeigen können, dass keine Zeit mehr ist, darauf abzuwarten. Danke, dass ihr hier seid und das unterstützt. Christoph Reinhardt. Ich habe eben gesagt, der RBB braucht einen neuen Claim. Wir haben da schon mal einen Vorschlag gemacht. Wenn ihr euch so mal um 100... gleiches Geld für gleiche Arbeit, für Feste und Freie, wäre vielleicht mal ein schöner neuer Claim für den neuen RBB, der ja jetzt alles besser machen will.